willst du ein Velo mieten? Rentenbiken in Willisau seinen neuen Firmensitz eröffnet. In den neuen, übersichtlichen Räumen der Steinmatt 1 findet der ambitionierte Velofahrer alles, um die Schweiz zu entdecken. Man kann verschiedene Velo mieten, die elektrischen E-Bikes, Mountainbikes, Tandems, Countrybikes, aber auch Einzel- oder Gruppenreisen buchen. Dazu wird für einen Service und die technische Betreuung gesorgt, gar mit einer eigenen Werkstatt. Spezialisten wie der Attila Kartau kümmern sich da um jedes noch so kleines Detail. Der Stefan Meissen, Geschäftsführer von Rentenbike gegenüber Telenav Tele Zentralschweiz. Wir haben hier einerseits unseren neuen Hauptsitz für die ganze Schweiz mit Büro und Werkstatt. Dann ganz wichtig ist für die Mietstation, für die Herzroute, die wir hier eröffnet haben, mit dem integrierten Occasionsshop. Wie funktioniert das, wenn jetzt jemand auf der Herzroute ist? Man kann online 24 Stunden reservieren auf rentobike.ch und entsprechend vor Ort hier in Willisau das Velo abholen. Da ist die Ausgabe der Mietfahrzeuge, die Herzroute nebendran, los. Die Räumlichkeiten ein bisschen vorgestellt. Was haben Sie da alles? Also das Kernstück von diesem Standort ist sicher die Mietstation, die wir hier haben, mit dem Occasionsshop. Wir haben die Zentralwerkstatt, wo wir die E-Bike-Warten von der Herzroute, aber auch von der ganzen Zentralschweiz. Dann haben wir ein Zentrallager im Untergeschoss, wo wir die Flotte einlagern im Winter. Und dann haben wir auch ganz wichtig, den ganzen Gruppen-Logistikbereich. Sie können bei uns für einen Firmenausflug 50 E-Bike bestellen. Dann bringen wir die. Und das können wir von hier aus alles machen. 50 E-Bike, also die haben hier grosse Räumlichkeiten, viel Velo. Was für Kapazitäten sind das genau? In der Mietstation haben wir rund 150 E-Bike, plus weitere Velo- und Mountainbike. Zusätzlich im Gruppenpool für Firmenanlässe haben wir rund 100 Velo, 50 Mountainbike und noch eine weitere 50 E-Bike. Mit welchen Partnern arbeitet ihr zusammen? Wir haben ganz wichtige Partnerschaften mit dem öffentlichen Verkehr, mit den Bahnen, namentlich BLS hier in Willisau, schweizweit mit der SBB und weiteren Bahngesellschaften. Dann ein ganz wichtiger Partner ist Intersport, vor allem in den Bergen, wo wir den Mountainbike und E-Mountainbike vermieten. Und dann weiter ganz wichtige Partnerschaften mit Hotelbetrieben, Jugendherbergen, TTS-Camping etc., wo wir Kooperationen haben. Viele Partner, das heisst auch viele Möglichkeiten. So kann man sich an einem von diesen zahlreichen Rentenbike-Standorten das Velo mieten und sich seine eigene Route zusammenstellen. Entweder eine Rundreise machen, wieder zurück zum Ausgangspunkt, oder dann eine Strecke von A nach B. Ein oder mehrere Tage mit Unterkunft und Zwischenstationen. Dort kann man den Akku austauschen oder nachladen, wer will, vom Bodensee bis zum Genfersee. Rentenbike, eine dynamische Firma, Hauptsitz Willisau. Wie sind Sie da drauf gekommen, genau da das zu machen? Der Ursprung ist eigentlich die Herzroute. Wir haben hier schon seit 2003 eine Mietstation. Die ist permanent gewachsen und wir haben mehr Platz gebraucht. Wir haben vorher in Sauer ein Büro und Lager und Werkstatt, aber alles dezentral. Die Idee ist, hier alles an einem Standort zu konzentrieren und entsprechend natürlich viel effizienter zu arbeiten. Rentenbike kurz vorgestellt, wer ist das? Was haben die für ein Konzept? Wir sind eigentlich ein nationaler Mietwellenanbieter. Wir haben rund 200 Stationen in der ganzen Schweiz mit 5'000 Mietfahrzeugen. Wir machen die Vermietung über Partner, das heisst SBB, BLS etc. Und unser grösster Vorteil dank dieser Partnerschaft ist, dass sie können zum Beispiel in Willisau mieten und in Burgdorf abgeben. Oder sie können in Luzern mieten und in Aarau abgeben. So haben wir eigentlich ein Netz in der ganzen Schweiz, wo man mieten und zurückgeben kann. Wie viele Leute sind ihr? Wir haben hier in Willisau zwischen 10 und 12 Arbeitsplätze nach Saison. Schweizweit sind wir 25 bis 30 Leute. Was sind das so für Arbeitsplätze, zum Beispiel speziell in Willisau oder schweizweit? Hier in Willisau haben wir das ganze Büro. Das geht los beim Leiter Technik, Marketingverantwortliche, wir haben Systemverantwortliche, die ganze Gruppengeschichte-Administration. Dann haben wir Handel, die haben wir im Handwerkerbereich haben wir Mechaniker, Velomechaniker plus Logistiker. Also den ganzen Service können die hier bieten. Jetzt nochmal, wie lange gibt es euch schon? Die Firma Rentobike ist 1987 gegründet worden, eigentlich speziell für die Vermietung aufzubauen. Also jetzt sind wir bald 28-jährig.
Seit 28 Jahren im Geschäft, da weiss man, was die Velofahrer wollen und schätzen. So gibt es hier auch viel Nützliches rund ums Rad. Wie GPS-Geräte zur Orientierung, Bücher und Prospekte mit tollen Velotouren, Velotaschen, Veloapotheken, Reparatursätze, Einkaufskörbe und noch manches mehr. Hier haben wir jetzt so ein Flyer-Velo. Stefan Meissen, was ist eure Spezialität? Wir tun unsere Flotten im 1 bis 3 Jahresrhythmus ersetzen. Diese Flotten ziehen wir zurück und revidieren und eine Okkasion verkaufen. Hier in Willisau haben wir eine Flotte von rund 50 bis 60 Fahrzeugen, die wir verkaufen derzeit. Wir sehen hier als Beispiel so einen Flyer. Der ist revidiert, wegrevidiert und geht in Verkauf. Was habt ihr jetzt hier gemacht zum Beispiel? Die Velos gehen alle zurück ins Werk bei den Flyern, weil ihr den Motor prüft. Namentlich die Batterie, die Akku, das ist ganz wichtig, auf Kapazität überprüft. Und dann werden alle Verschleißteile, wie Pneu, Bremsen etc., die werden geprüft und entsprechend ersetzt, wenn es nötig ist. Also wenn Sie das Fahrzeug jetzt anschauen, dann sind wir bei den Komponenten noch beim Neuwert. Noch beim Neuwert und beim Preis, wie sieht das aus? Der Neuwert jetzt von diesem Fly, von diesem Modell hier, ist 3.799 Franken. Im Okkasionsbereich sind wir jetzt hier bei 1.099. Also ist rund etwa 55-60%, was ein Fahrzeug kostet. Flyer-Velos, wenn wir noch ein bisschen darüber sprechen können. Für wer sind die geeignet? Es ist sicher in diesem Bereich jetzt ein Alltagsvelo. Das ist an und für sich von 20 bis 90 Jahren geeignet. Man muss es einfach können Velo fahren und dann ist man mit so einem Flyer sicher unterwegs. Flyer, ihr habt es gesagt, von alt bis jung. Für wer ist das genau geeignet? Also Flyer darf man ab 16 fahren. Nachher geht es aufwärts eigentlich unbegrenzt, solange man fit ist und Lust hat, den Velo fahren. Wir haben bei uns bei Rentenbike im Angebot einfache Touren für weniger sportliche Leute. Wir haben aber auch die ganz langen Touren, wo dann wirklich einiges gefordert ist. Von dem ist an und für sich E-Bike fahren etwas, wo man kann sagen, für Sportler, für Alltagsfahrer, für gemütliche Fahrer, für Genussfahrer, für jedermann geeignet. Die Sicherheit kommt auch nicht zu kurz. Für Touren gibt es gratis Suva-Helm zum Zurückgeben. Wie gesagt, bei Rentenbike kann man nicht nur mieten, sondern auch frisch revidierte Velos und E-Bikes kaufen. Das Eröffnungsfest war dann auch für manche eine Gelegenheit gewesen, die verschiedenen Occasions-Velos anzuschauen und zu prüfen. Darüber hinaus hat man mit der ganzen Bevölkerung gefeiert. Gegeben hat es eine Bikeshow, verschiedene Kinderattraktionen, der Flaschensepp hat eingeladen zum Flaschenfischen. Zudem sind geführte Schnuppentouren mit E-Bikes angeboten worden und natürlich hat man auch für kulinarische Highlights gesorgt mit gratis Kaffee und Kuchen, Bier- und Sprienz-Degustationen sowie regionalen Produkten vom Willisauer Tourenmarkt. Der neue Hauptsitz von Rentenbike im Herzen der Herzroute an der Steinmatt 1 in Willisau. Wer noch mehr wissen will, schaut im Internet unter www.rentabike.ch oder geht gerade selber vorbei.